Kapitel 14. Niemals aufgeben. Funkenherz schoss erschrocken herum, als eine fünfte Stimme durch die Nacht hallte. Die einzige Stimme, welche sich nicht die geringste Mühe gab, unentdeckt zu bleiben. Wozu auch? Der Quell dieser wurde immerhin nicht gejagt, sondern war die Jägerin. Ivy, was tust du hier? Was ich hier tue? Es gab klare Regeln, die ich für diesen Wald aufgestellt habe. Regeln, die euch alle vier betreffen. Allesamt. Ich musste heute Nacht aufwachen und feststellen, dass die Gefangenen des Stammes geflohen sind. Die Gefangenen? Warst du nicht diejenige, die uns gestern versichert hat, dass wir keine Gefangenen sind? Geglaubt habt ihr es scheinbar nicht, sonst hättet ihr keinen Ausbruch hinter euch. Auch wenn ich nicht damit gerechnet hatte, dass euch noch eine Freundin beim Flüchten unterstützt. Das hat Funkenherz auch nicht. Wir sind von selber gegangen, sie hat uns nur im Wald gefunden. Und sich entschieden, sich euch anzuschließen. Es ändert nichts. Ihr habt euch alle widersetzt. Wundert es dich, wenn du nie vorhattest, uns aus dem Deal etwas gewinnen zu lassen? Glaub ja nicht, dass wir den Trick nicht durchschaut hätten. Unser Deal hätte mit Grodons Ankunft geendet und dann wären wir wieder Feinde gewesen. Ihr wart die ganze Zeit meine Feinde. Nur hätte ich euch dann auch wieder wie welche behandelt. Aber wenn ihr lieber diese Route nehmen wollt, dann gut, dann macht das eben. Unsere Kooperation ist vorbei. Und das heißt, hier geht es keinen Schritt mehr weiter für euch. Wenn der Weg zur Zerstörung unserer Heimat euch in den Weltenbaum des Sturmes führt, dann werdet ihr ihn nicht erreichen. Weil ich für meine Heimat kämpfen werde. Und Funkenherz, wenn du wirklich nicht den Verstand aufbringen kannst, dasselbe zu tun, dann geh. Geh zum Dorf. Sobald ich hier fertig bin, müssen wir uns unterhalten. Kurz wirkte es, als würde das Luxio zögern, bevor sie sich umdrehte, Sol direkt anblickte. Nach einem weiteren Moment und einem tiefen Atemzug trat sie einen Schritt auf Ivy zu. Nein, diese drei sind gute Pokémon. Sind unsere Freunde. Und nur weil du das nicht einsehen willst, dass sie die Wahrheit sagen, ändert sich nicht, dass sie es tun. Warst du nicht selber einst ein Pokémon, das für Gerechtigkeit über allem stand? Sogar über sich selbst. Jetzt habe ich aber etwas, das ich nie aufgeben könnte. Gerade nicht, wenn alle Beweise das Wort von Fremden sind. Ich habe diese Welt schon vor Jahren geschützt. Und ich tue es immer noch. Also geh. Wir wollen beide nicht gegeneinander kämpfen. Also handle danach. Nein, du wirst meinen Freunden nichts antun. Ich will nicht gegen dich kämpfen, aber für sie. Ich verstehe dich ja, zumindest will ich es. Aber in dieser Lage sind wir nicht die Guten, auch wenn es nicht unsere Schuld ist. Es ist unsere Pflicht, für das Richtige einzustehen. Auch wenn wir dafür verlieren müssen, was wir lieben. Denn wir können nicht Omegon siegen lassen und nicht alle sterben lassen, die kein Teil seines Reiches sind. Entspannt euch bitte mal. Was zur Hölle ist hier los? Was macht ihr nachts hier draußen? Und weshalb streitet ihr beiden euch? Was ist passiert, während ich weg war? Noch ein Pokémon? Überraschend leise bewegte er sich durch den Wald. Gerade für seine Größe. Kombiniert mit der Ablenkung einer ernsten Lage, sorgte dies für eine Überraschung beim Auftreten eines Riesen, der nach Beschreibung nur einer sein konnte. Groudon. Du bist schon zurück? Gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ich kann deine Hilfe gut gebrauchen. Ja, aber wobei denn? Diese drei dahinter, Funkenherz, sind die Mon, vor denen uns Omegon gewarnt hat.
Die drei, die unseren Weltenbaum zerstören wollen. Und Funkenherz hat sich entschieden, sich auf ihre Seite zu stellen. Weil sie im Recht sind. Alle anderen Weltenbäume sterben, wenn unsere es nicht tut. Und Omega nutzt uns alle nur aus. Offensichtlich deutlich weniger voreingenommen als seine Anführerin, dachte Crowder nach. Also, ich sag's ja nur ungern, Ivy. Aber ich glaube, da ist etwas dran. Ich war gerade im Weltenbaum des Sturmes und... manchen Leuten sieht man an, dass sie zerfallen. Ich hatte mich schon gewundert, aber... es passt alles gut rein. Ja, ja. Das eine Puzzleteil, das dem Ganzen noch fehlt, das habe ich schon mehrfach gehört. Zu oft. Und deshalb soll ich meine Heimat aufgeben. Alles, was ich habe. Ich glaube das alles erst, wenn Omegon es mir selber ins Gesicht sagt. Und solange kämpfe ich gegen Mon wie diese drei. Oder vier, wenn Funkenherz sich wirklich zu einer von ihnen erklären möchte. Und ich erwarte, dass du mir dabei hilfst, Groudon. Einerseits wirkte es nicht, als wäre der Riese wirklich gewillt. Doch irgendwie traute er sich nicht, Einspruch einzulegen. Zögerst du wirklich? Denk an unsere Vergangenheit. Du hast dich dem Stamm verpflichtet und ich leite diesen Stamm. Du hast einmal Undenkbares getan. Und am Ort, den du selbst überfallen hast, Vergebung gefunden, wenn niemand sonst dir vergeben würde. Immer noch sichtlich unsicher, stellte sich der Riese also neben seine Anführerin. Es tut mir leid, aber wenn ich wie mich anweist, habe ich die moralische Pflicht zu helfen. Also Funkenherz, letzte Chance. Vergiss es, du hast mir nichts mehr zu sagen. Wenn das deine Meinung ist, dann tut es mir leid. Aber wenn ihr diese Welt zerstören wollt, dann müsst ihr an mir vorbei. Mir und meiner Heimat. The sun is falling in the sky beyond. Light is fading from our world. So begann ein Kampf, welchen bereits Lunala als möglich angedeutet hatte. Omegons eigene Ahnen, doch sogar begleitet von einem ehemaligen Weltengeist. Und auch wenn eine ehemalige Verbündete der beiden nun auf Seiten des Trios stand, welches somit zum Quartett wurde. Hatte Flamme nicht den Eindruck, dass dieser Kampf auch nur einen Hauch Fairness mit sich brachte? Sie waren in der Überzahl, ja, aber die beiden Feinde hätten vermutlich selbst einzeln kein Problem damit, die ganze Gruppe in Schach zu halten. Gerade Groudon, eines der stärksten Boden-Pokémon aller Weltenbäume, im Duell gegen zwei Feuer- und ein Elektro-Pokémon. Nun, und ein Zoroark. Das Einzige, was ihn davon abhielt, den Kampf innerhalb von Sekunden zu entscheiden, war eigener Rückhalt. Und dann gab es Ivy. Ein Pokémon, scheinbar ohne Schwäche. Welchen Typen hatte sie? Alle! Was für Angriffe beherrschte sie? Alles, was sich ein Mon wünschen könnte. Hatte sie Durchschlagskraft? Mehr als Götter. War sie agil? Das bloße Auge konnte sie kaum wahrnehmen. War sie ausdauernd? Nun, tatsächlich war ihre Defensivkraft eher unterdurchschnittlich. Ihre eine Schwäche. Wenn man dies denn als eine solche zählte, im Angesicht eines Pokémon, welches einen erstmal zum Angriff kommen lassen musste. Was Ivy auch tat? Überraschend oft und überraschend simpel. Alles, was Sol über das Feindin gehört hatte, war kämpferische Gottgleichheit. Alle genannten Attribute.
Doch in der direkten Begegnung zeigte sie wenig davon. Selbst ihr einzigartiger Angriff, der Hoffnungsstrahl, welcher einst in der Welt der Menschen Proto-Groudon brach, selbst dieser wirkte eher wie eine halbherzige Aquaknarre oder ähnliches. Der Kampf wirkte beinahe ausgeglichen, doch ohne jeden Grund, welcher nicht einfach wie Rückhalt wirkte. Bei Groudon machte es noch Sinn, aber weshalb Eevee? Wenn sie nicht kämpfen wollte, könnte sie es doch lassen. Sie selber hatte den Kampf begonnen. Gleichzeitig schien der Kampf aber auch nicht, als würde er durch die eigenartigen Bedingungen bald ein Ende nehmen. Eher im Gegenteil. Eine Seite konnte keinen wirklichen Schaden zufügen, die andere wollte es scheinbar nicht. Lass es doch einfach, Eevee. Du willst selber nicht kämpfen. Glaubst du, dass ich das nicht merke? Wenn du aus ganzem Willen mit ganzer Hoffnung kämpfen würdest, dann sähe das hier anders aus. Sei doch einfach ruhig. Ich will kämpfen. Ich muss kämpfen. Ich kann nichts anderes tun. Ich darf nicht. Was würden sie denn von mir denken? So viele Jahre haben wir alle gekämpft. Und jetzt, wo ich endlich am Ziel angekommen bin, soll ich das alles aufgeben? Irgendwo schien etwas in dem Elementarer aufzuflammen. Nun, wo sie sich selber versuchte zu überzeugen von ihrem Kampf. Mit neuer Kraft könnte sie kämpfen gegen ihre Feinde. Die echten Feinde, nicht Funkenherz. Wer von ihnen kämpfte am verwundbarsten, achtete am wenigsten auf seine Deckung. Da erblickte sie nicht weit von sich Zol, welcher sich entgegen jedes Typenvorteiles ins Duell mit Groudon begeben hatte. In welchem er sich wacker hielt, wenn auch zu großen Teilen dank der Gnade seines Gegners. Aber um sich so wacker zu halten, brauchte er trotzdem seine ganze Aufmerksamkeit. Ich kann und ich werde nicht aufgeben. Die Luft schien von allen Farben des Regenbogens durchzogen. Schwaden, welche sich ansammelten, um Eevee herum. Schluss jetzt! Waren langsam auch mal alle Pokémon anwesend, die sich noch einmischen wollten? Im Ausruf dieses nächsten Pokémon schwand all die Kraft augenblicklich, welche sich soeben noch gesammelt hatte. Selbst Groudon und Zol beendeten ihr Geplänkel für den Moment, als Flamme überrascht entdeckte, dass er das Pokémon bereits kannte, welches hier sprach. Es war ein stinknormales Blitzer, exakt jenes, welches ihm noch in der Nacht zuvor den Anstoß gegeben hatte, welchen er brauchte, um Zol zu finden. Ich hatte mir fast gedacht, dass ich so etwas hier finde, aber ich hatte es nicht gehofft. Spark, du solltest doch im Dorf bleiben. Ich dachte... Dachtest du, ich hätte nicht verstanden, was du vorhast? Wir hatten doch darüber geredet. Wir sind uns doch beide einig gewesen, dass du diesem Mönch hier hilfst. Je mehr Worte gesprochen wurden, desto weniger Verstand, Flamme. Wer war dieses Pokémon, das Eevee sich nur ein Wort anhörte? Sie hatten sich abgesprochen, seinen Begleitern und ihm zu vertrauen? Ich weiß, aber wir können doch nicht einfach zugucken. Und trotzdem, du bist hier, wer ist... Blatt, wer sonst? Und wir haben darüber gesprochen. Eevee, es fällt uns doch schwer, die Wahrheit einzusehen, aber wir waren uns einig, dass wir im Namen der Gerechtigkeit handeln. So wie wir es immer getan haben. Und wenn wir dieses Mal im Weg dessen stehen, dann ist das so. Diese Reisenden sind unsere Freunde und... Ich weiß es doch selber. Kurz atmete Eevee durch und wandte sich an ihre Gegner. Der Kampf ist vorbei. Auch wenn ich ihn vermutlich gar nicht hätte beginnen sollen. Kommt mit zurück ins Dorf. Allesamt. Dann können wir noch einmal reden. Ohne auf Antworten zu warten, trat das Elementarer ab.
den Schritt in Richtung der Siedlung lenkend. Groudon folgte sofort, ohne auch nur für Momente zu zögern. Das Blitzer, Spark, wartete noch einen Moment, scheinbar auf die Reaktion der vier Reisenden wartend. Eine Reaktion, welche aus Zögern bestand. Nicht einmal Funkenherz war sich sicher, ob sie Ivy vertrauen sollten. Na los, kommt. Es besteht für euch keine Gefahr mehr, dafür sorge ich schon. Und Groudon ist ihr ohnehin schon gefolgt, den braucht ihr ja ohnehin. Nun, damit hatte Spark ja recht. Was aber nicht wirklich das Misstrauen schwinden ließ. Aber gleichzeitig doch den Rückhalt, als sich nach kurzem weiteren Zögern Funkenherz ebenfalls aufmachte. Durch sie soll folgend, durch diesen Absol und Flamme. In Begleitung des Blitzer mussten sie also nun noch einmal die Strecke zurücklegen, welche sie bereits in dieser Nacht gelaufen waren. Nun nicht ganz, da ihr Weg außerhalb des Territoriums sie nicht gerade weg vom Stamm weggeführt hatte, aber doch zu großen Teilen. Die ersten Strahlen der Sonne fielen bereits durch die Baumwipfel hindurch, als sich die fünf Pokémon im bereits erwachten Dorf wiederfanden. Jedoch schienen die Pokémon sich recht wenig um die Ankömmlinge zu scheren. Abgesehen von einem inzwischen halbwegs bekannten Volipurba und Groudon, wobei dieser nicht wirklich mehr tat, als ein kurzes grüßendes Nicken zuzuwerfen, während er sich scheinbar ausruhte. Ihr seid also zurückgekommen. Ivy war sich nicht sicher, zumindest bei allen außer Spark. Sie ist bereits vor etwas längerer Zeit eingetroffen und hat sich direkt zurückgezogen. Sie hat mich vorher nur angewiesen, euch zu ihr zu schicken, wenn ihr zurückkehrt. Sie ist in ihrer Höhle. Die Höhle, der wir uns so religiös nicht annähern dürfen. Sie hat mich angewiesen, euch dorthin zu schicken. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Regel nicht mehr gilt. Zumindest würde alles andere keinen Sinn machen. Kommt einfach mit. Ihr habt alle die Erlaubnis. Ich bitte euch nur, beim Eintritt leise zu sein.